Was ist denn so lustig? Nichts eigentlich. Jetzt bist du dran! Warum weicht es? Nicht auf! Still.
Du dran, Ratchet! Hier kommt deine Abtreibung! Alles klar, Clank? Gut, dann los. Hallo, habt ihr nicht was vergessen? Ups, natürlich, nachdem wir Angela befreit haben. Danke. Und bevor ihr wieder losrennt, seht euch das an. Direkt aus der Tasche unseres Exenfreunds. Logbuch 4792. Komme gerade vom Megacorp-Handelszentrum. Ich habe den Verdacht, dass mich die Megacorp belogen hat. Die extra großen dekorativen Briefbeschwerer, die dort gelagert werden, sind vielleicht in Wirklichkeit Protopets. Was auch erklären würde, warum das Zentrum von gefährlichen Mutanten bewacht wird. Das Lagerschiff fasst bis zu 10 Millionen Kisten. Und bei 100 Protopets pro Kiste wären das etwa 3,5 Zillionen Protopets. Eine geheime Ladung dieser Größe kann nur eins bedeuten. Die Megacorp hat garantiert etwas vor. Ich werde sie so bald wie möglich damit konfrontieren und verlangen, dass ich einen größeren Anteil kriege. Sind die verrückt? Die Galaxie schwebt in größerer Gefahr, als ich bisher angenommen hatte. Meint ihr, dass Mr. Fizzwidget... Wir haben schon zu viel Zeit mit Fizzwidget vergeudet. Ich sag's euch, dieser verrückte Alte ist nicht mehr der, für den ich mal gearbeitet habe. Moment. Du warst mal bei der Megacorp? Ja, in der Genetikabteilung. Das Protopet. Ich sollte die Mängel des Protopets beheben. Und ich war so nah dran. Doch dann hat Fizzwidget den Produktstart vorgezogen. Lohnt es sich, die Protopet-Lieferungen zu unterbinden? Ja, aber um es endgültig aufzuhalten, müssen wir ins Megacorp-Hauptquartier einbrechen. Einbrechen? Wie? Ich hab zu Hause einen alten Megacorp-Ausweis. Wir trennen uns. Clank und ich gehen zum Handelszentrum und du holst deinen Ausweis. Versuch, mehr Infos über die Protopets zu finden. Jetzt zeigt Ihnen Moderne Helden den letzten Teil unserer Reihe über Captain Quark. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird der flüchtige Superheld seit 6 Wochen vermisst. Starb er den Heldentod? Wurde er zum Opfer eines verrückten Fans? Oder ist er noch irgendwo am Leben? Wir werden es wohl nie erfahren, aber bleiben Sie dran. Es folgen weitere substanzlose Spekulationen bei Moderne Helden. Naja, das war's mit Quark. Schön. Gleich kommt nämlich Robocop.
weiter. In Deckung! Was zum... Hallo! Ratchet und Clank! Ihr Glückspilze! Angela Cross! Hat euch grad galaktische Grüße gesendet! Jungs, wenn ihr diese Nachricht kriegt, trefft mich auf meinem Heimatplaneten. Ich habe meinen alten Ausweis gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir damit ins Megacorp-Hauptquartier kommen. Aber beeilt euch! Bevor uns die Protopets vollkommen überrennen! Oh, und das mit dem Balloonogramm tut mir leid. Ich konnte sonst nichts von diesem Plan... Wir hoffen, die galaktischen Grüße haben Ihnen gefallen. Dieser Angela fällt doch immer was ein. Ja, sie denkt einfach an alles, nicht wahr? Und sie ist in sehr großer Gefahr. Thank you.
Mach schon. Du würdest mir einen Gefallen tun, wirklich. Oh, entschuldige. Ich dachte, du wärst einer von... denen? Oh je. Was ich nur für einen Gramm ihrer absoluten Ignoranz geben würde. Das Wissen um das Selbst ist eine schlimme Bürde, Sir. Tagtäglich sehe ich mit an, wie mein eigenes Volk brutal und unzivilisiert handelt. Oh, es ist wahrlich eine Qual. Ja, ich verstehe. Auch ich, auch meine Art wurde gebaut, um zu zerstören. Dann habe ich etwas, das dich interessieren könnte. Aber darf ich zunächst um ein paar Bowls bitten, damit ich essen kann? Meine letzte Mahlzeit ist schon eine Weile her. Dala Gretsch meldet sich live aus Algon City, wo der Protopet-Wahn ausgebrochen ist. Und wer letzte Woche im Hyperschlaf verbracht hat, das Protopet ist Megacorps neues biomechanisches Haustier. Liebenswert, allergiefrei und stubenrein. Fans des Wesens nennen es den perfekten Gefährten. Der günstige Preis des Protopets und seine Brutgeschwindigkeit werden wohl bald dafür sorgen, dass es mehr als genug dieser neuen Gefährten gibt. Für jedermann. Dala Gretsch für Kanal 64. Die gesamte Bevölkerung dieses Planeten wird verschlungen werden. Es sei denn, wir greifen rechtzeitig ein. Bewegt sich nicht. Gewalt ist keine Lösung. Können Sie den Fels bewegen, Sir? Das kann ich. Und? Etwas Geduld. Der Fels bewegt sich erst, wenn die Kräfte des Universums im Einklang sind. Okay, könnten wir diese Kräfte etwas schneller in Einklang bringen? Ah, ja. Die holistische Resonanz von Mondsteinen kann möglicherweise die Kräfte lenken.
Ankunft der Mondsteine ist gut, denn in eben diesem Moment kann ich den Fels bewegen. Mann, was für ein Zufall. Danke, Sir. Das war sehr hilfreich. Deine Dankbarkeit rührt mich, Junge. Ich habe auch einen Teil von einem sogenannten Hypnomatik. Bringt mir mehr Mondsteine, dann könnt ihr es haben. Moment. Ich dachte, du hättest kein Verlangen nach Besitztümern. Bitte, belastet mich jetzt nicht mit euren Bürden. Ich bin müde vom Heben des Felsens und muss ruhen. Thank you.
Hallo? Wir haben noch mehr Mondsteine. Nein, habt ihr nicht. Was? Die Existenz ist eine Lüge. Gefühle sind Illusionen. Besitz ist bloß eine Täuschung. Na gut, ich hab die Illusion einiger Mondsteine. Krieg ich dafür die Täuschung des Hypnomatikteils? Du hast viel gelernt, mein Junge. Jetzt bring mir noch mehr Mondsteine. Dann wirst du reich belohnt werden.